Einen wunderschönen guten Morgen zum wunderschönen Herbsttag. Liebe Irin, liebe Nina, sehr geehrter Herr Minister, lieber Lothar, liebe Freunde, liebe Ursulare, liebe Gäste, zum 7. Todestag beim Hermann Scheer. Es ist sicher angebracht, diesen Tag heute dem Leben zu dedizieren. Und sein Vermächtnis, der energetische Imperativ, seine große Anleitung, wahrscheinlich sein bestes Buch zur ökologischen, ökonomischen und wirtschaftlichen Verbesserung unserer Lebensumstände, angelehnt an Heinz von Försters ethischen Imperativ, die Zukunft so zu gestalten, dass unsere Wahlmöglichkeiten sich vermehren, selbst angelehnt an Immanuel Kants kategorischen Imperativ, der besagt, dass man sich immer so verhalten soll, dass seine unsere Verhaltensweisen zum allgemeinen Prinzip werden können. Diese ethische Ausrichtung ist heute sehr wichtig in unserer Zeit, die sowohl unglaublich große Möglichkeiten zeigt, wie auch selbstzerstörerische Tendenzen. Wie ein Jugendlichen. Hier eine gewisse ethische Ausrichtung zu verschaffen, war Hermann Scheer wichtig. Aufzuzeigen, dass es hier nicht nur um eine neue energetische Richtung geht, sondern eigentlich um eine Möglichkeit, die Grundwerte unserer Gesellschaft zu stärken. Demokratie, Wohlstand, gerechte Verteilung der Ressourcen, Frieden, Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz und nicht zu vergessen Fortschritt und technologische Innovation. Das ist ein Teil, dem dieser energetische Imperativ des Buch gewidmet ist. Der andere Teil hat zu tun mit seinem Stolz auf Deutschland. Sein Stolz auf das Erreichte in Deutschland. Das zu seinem Ableben 20% erneuerbarer Energien reicht, hat aber auf einem guten Weg war in diese Zukunft der völlig erneuerbaren, unterstützten, fortschrittlichen Demokratie zu kommen. Hermann hat auch vorausgesagt, dass es gewisse Schwierigkeiten geben wird im Umsetzen dieser Vision. Dass die Industrien und Verhaltensweisen, die sich über mehr als 100 Jahre aufgebaut haben, Schwierigkeiten sehen, dieser Wende, diesem Fortschritt zuzusehen und sich sträuben werden. Und dieses sich sträuben sehen wir heute. In Deutschland durch ein Abschwächen der Energiewende, das Deckeln des EEGs, die Ausschreibungsbürden, aber auch in anderen Ländern, in den Vereinigten Staaten, wo es ein gewisses, noch stärkeres sich abwenden. Dem gegenüber steht natürlich eine weltweite Wende, die nicht aufzuhalten ist. Ein unglaubliches sich aufschwingen, ein Aufschwung zu den Erneuerbaren, die sich verzehnfacht haben in Kapazität in Windkraft und verfünfzigfacht in Solar, Photovoltaik installierte Kapazität in diesen 7 Jahren seitdem Hermann verstorben ist. Diese weltweite Wende ist in der Tat unser und Hermanns Erbe. Ein wichtiger Aspekt seiner Vision hat zu tun mit der Beschleunigung der Energie. Die Zeitdimension ist oft vergessen. Und die Zeitdimension ist besonders wichtig in Zeiten des Klimawandels, denn jeden Tag sehen wir eine ansteigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Vor 10 Jahren waren diese Konzentrationen noch bei 380 Teile pro Million, heute sind wir bei fast 410 angelangt. Das heißt, diese Zeitdimension bedeutet, dass wir nicht 20 Jahre oder 30 Jahre haben, um diese Energiewende umzusetzen, sondern wir haben wahrscheinlich weniger als 10 bis 15 Jahre. Das bedeutet, dass zum Beispiel diese große innovative Chance eines Umstiegs von konventionellen Energien
auf erneuerbare Energien nicht nur durch das Stärken der Erneuerbaren oder das Schwächen der konventionellen Energien, sondern ein gleichzeitiges, großes nationales und europäisches Projekt des kreativen Umbaus von Erdöl, von Erdgas und insbesondere von Kohle auf Erneuerbaren eine große Chance ist, dass auch städtebaulich, landschaftlich, technologisch und gesellschaftlich als großes Projekt anzusehen. Wir haben diese wunderbare Tradition seit 1905 in Deutschland, die heißt internationale Bauausstellung. Hier ist eine große Chance für eine nationale Bauausstellung und eine europäische Bauausstellung. Gerade Kohleabbau, Kohlegeneration und andere fossile Energien umzudenken, umzuwandeln und umzubauen in, sagen wir, 10 Jahren auf eine völlig erneuerbare Energieversorgung, die gesellschaftlich ausgedrückt ist. Unser Eurosolarpreis in Deutschland und auf der europäischen Ebene hat etwa 10 Kategorien. Von Ländern bis Genossenschaften, Vereinigungen, Gebäuden, Unternehmen. Und diese Preisträger werden heute zelebriert. Eine Kategorie fehlt vielleicht, und das sind Nationen selbst. Nationen, die sich auch natürlich an der energetischen Imperativ-Rahmenvorstellung orientieren müssen. Und hier hoffen wir in Eurosolar, dass wir weiter beitragen können an diesem vielversprechenden Modell in Deutschland, das eine leitende Funktion in Europa und in der Welt hatte und auch wieder haben kann. Die Preisträger heute, die am Ende dieses Nachmittags, an der Mitte des Nachmittags, der Fokus und Höhepunkt unseres Tages heute sind, sind ein lebendiges Beispiel für wie dieser Umbau sich gestalten kann, aber auch schon gestaltet hat. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss meiner Einführung ein Hinweis auf die 4 Phasen in der Entwicklung Eurosolars. Gegründet 1988, die erste Phase, ein Aufbau, ein Gründen, ein Aufbau, ein Bereiten für eine Energiewende. Die zweite Phase, ein Umsetzen, ein Beginn, sich wirklich nicht nur vorzustellen, sondern auch umzusetzen, wie die Energiewende aussieht. Hermanns frühzeitiger Tod endet mit dieser zweiten Phase. Die dritte Phase seit seinem Tod hat zu tun mit der Konsolidierung, Stabilisierung und Ausrichtung Eurosolars, gerade Deutschlands Sektion, auf die bestehenden und schon vorausgesehenen Schwierigkeiten in diesem Umbau. Sich auseinanderzusetzen mit bestehenden Industrien, auseinanderzusetzen mit bestehenden politischen Richtungen und diesen Umbau kreativ, nuanciert, subtil zu verfolgen. Und diese Stabilisierung haben wir erreicht. Es ist an der Zeit, die 4. Phase zu beginnen, die auch von Hermann und seinen Mitbegründern immer schon antizipiert und erhofft war, die europäische Vision. Und diese 4. Phase des Ausbaus einer europäischen, europaweiten erneuerbaren Energieunion ist, was wir uns dieses, nächstes und die nächsten 5 Jahre verschreiben werden. Und wir hoffen auf Ihre Mitarbeit, auf Ihre Unterstützung, die uns soweit auch immer stabilisiert, unterstützt und vorangebracht hat. Wir hängen zur Hälfte von Veranstaltungen, Einkommen von Veranstaltungen in unserem Budget und zur anderen Hälfte von Mitgliedschaften. Wir lieben Mitgliedschaften. Warum? Weil wir einen ganz kleinen Obolus bekommen, 60 Euro pro Jahr, aber natürlich Mitglieder, Menschen, die und auch Firmen, die sich diese Wende verschrieben haben und auch aktiv mitarbeiten wollen. Und ich möchte Sie bitten, zu überlegen, wenn Sie noch nicht Mitglied sind, Mitglied zu werden und auch
zu überlegen, wer in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Mitglied werden könnte. Das ist keine finanzielle Hürde. Es heutzutage wird auch ein bisschen staubig, die Idee einer Mitgliedschaft, einer aktiven, unterstützenden Mitgliedschaft in einem Verein, der sich der Verbesserung unserer Lebensaussichten verschrieben hat, aber ich bitte Sie, das aktiv zu übernehmen. Und zum Abschluss danke ich Ihnen nochmal für den Besuch und ich freue mich auf unseren Austausch im Tag über und herzlichen Dank, leite über für den nächsten Vortrag. Dr. Nina Schiel. Ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Symposium und dem sich anschließenden Solarpreis, der Verleihung zum Solarpreis. Und ich möchte natürlich auch beginnen mit ein paar Gedanken und Erinnerungen an Hermann Scheer. Die meisten im Saal werden ihn wahrscheinlich ja auch bekannt haben, schätzen gelernt haben. Und im Erinnern wird sich jeder mit seinen eigenen Gedanken. Aber etwas, was, denke ich mal, uns vereint in den Erinnerungen an ihn, ist seine Willensstärke, seine Unbeirrbarkeit. Und ich denke auch zwei, für mich jedenfalls aus meiner Perspektive in Erinnerung an ihn, sehr prägnante Merkmale, die sich immer wieder bestätigt fühlen, wenn man an sein Werk denkt und an seine Hinterlassenschaften, sind, dass er einmal bestens wusste, Denkbarrieren zu überwinden und zum Zweiten wusste, dass die Prämissen stimmen müssen. Und immer wieder, auch in dem politischen Alltag, merke ich, wie sehr er da recht hatte, dass man nichts unhinterfragt sein lassen darf, sondern dass man immer auch wieder an den Anfang zurückgehen muss, immer wieder die Prämissen hinterfragen muss. Und insofern, wenn man sich jetzt anschaut, die Energiewende geht weiter, wenn auch mit den gerade schon angemerkten Hemmnissen, auf die möchte ich auch gleich kurz noch eingehen. Die kommen ja nicht durch Zufall, sondern sie kommen, weil die Energiewende inzwischen ernstzunehmend stattfindet. Da muss man eben sehen, dass die Prämissen insofern zu hinterfragen sind, als für mich sehr deutlich immer weiter in den Vordergrund geschoben wird, man müsse immer den Konsens haben, man müsse immer alle mitnehmen, man müsse immer Brücken bauen, man müsse immer mit unter Zuhilfenahme aller Beteiligten doch bitte den Weg finden. Auch in meiner Zeit als Abgeordnete muss ich sagen, das ist kein Erfolgsrezept und ich erinnere mich dabei auch ganz besonders an Hermann, der an der Stelle auch immer gesagt hat, er hat glaube ich überspitzt gesagt, Konsens ist Nonsens, aber es ist was dran, dass eine Verlangsamung garantiert ist, wenn man meint, alle mitnehmen zu müssen. Und indem sich in einer Zeit sich zuspitzender Interessensgegensätze, die naturgegeben da sind, wenn die Energiewende im Vormarsch ist und die Geschäftsfelder der herkömmlichen Energiegewinnungsmöglichkeiten zurückdrängt, ist es eben auch klar, dass der konsensuale Weg schwerer wird. Und der größte Feind der Energiewende ist die Verlangsamung, das hattest du Peter auch schon angesprochen, wir brauchen die beschleunigte Energiewende schon aus Klimaschutzgründen, aber auch aus Gründen der Verknappung der fossilen Ressourcen. Und deswegen ist, glaube ich, der größte politische Feind, der sich leider aber auch im Konsens wiederfindet, ist eben die Verlangsamung. Und interessanterweise sind genau die markanten politischen Entwicklungen der letzten 4 Jahre gekennzeichnet durch den gemeinsamen Nenner eines Verlangsamens. Einmal den expliziten Ausbaudeckel, der geschaffen wurde für erneuerbare Energien und dann eben ein tückisches Instrument, diesen Ausbaudeckel auch wirksam werden zu lassen, nämlich das sich nach Marktfähigkeit anmutende Instrument der Ausschreibung. Beide diese Dinge sind eingeführt worden mit dem letzten EEG und gefährlich wird eben auch inzwischen das EEG einfach als solches nur noch zu benennen, weil das EEG, was wir kennen aus dem Jahr 2000, das gibt es so eben nicht mehr. Also wer für den Erhalt des EEGs heute spricht, der muss gleich hinzufügen, Moment, wir meinen das EEG von 2000, wir meinen die anreizbasierten Ausbaumöglichkeiten, wir meinen aber nicht
das, was an Bremsen eingebaut wurde und an Verlangsamungsmechanismen eingebaut wurde in Form der Ausschreibung. Das sind so die Wegmarken, Erinnerungen an Hermann Scheer, und man sagt, ja bitte, wir müssen uns alle nochmal besinnen, wo sind die Hemmnisse, damit muss man auch Denkbarrieren überwinden. Es hört sich schön an, dass man Marktinstrumente braucht, aber wenn man genauer hinschaut und man nach den Prämissen schaut, merkt man, da stimmt so einiges nicht bei dem Weg, bei den Weichenstellungen, die in den letzten Jahren vorgenommen worden sind. Ich möchte noch drei andere Punkte nennen, die, denke ich mal, im politischen Kontext große Hemmschuhe darstellen. Einmal war es eine absurd geführte Kostendiskussion, die sich einfach nur schlichtweg auf die erneuerbaren Energien und den Ausbaukosten der Erneuerbaren konzentriert habe. Das hat mich, glaube ich, sehr viel kaputt gemacht in der politischen Diskussion der letzten Jahre. Dadurch ist sehr viel Bereitwilligkeit auch von Volksvertretern verloren gegangen, die Energiewende weiterhin uneingeschränkt und mit geradem Rückgrat zu verfolgen, weil man eben ständig konfrontiert wurde, auch an Wahlständen, an Informationsständen im Wahlkreis damit konfrontiert wurde, ja, aber ist das denn alles bezahlbar? Das ist ein ganz trickreiches Instrument, die Bezahlbarkeit gegen die Energiewende anzuführen, weil eben das sich so anhört, als ob doch alle für die Energiewende sind, aber, Vorsicht an Bahnsteigkante, das ist eben so nicht, sondern man hat einfach nur andere Wege gefunden, sie zu verlangsamen, sie zu hinterfragen. Und eben gerade diese Kostendebatte ist ein sehr geschicktes Instrument, was meines Erachtens ganz gezielt benutzt wird, um eben auf einem versteckten Weg die Energiewende zu hinterfragen und zu verlangsamen. Ein weiteres gefährliches Manöver ist, die Netzausbaudiskussion so zu führen, dass eben tatsächlich auch die Energiewende wiederum verlangsamt wird. Man braucht nur auszurufen, dass man erst die Netze braucht und dann die Erneuerbaren ausbauen sollte. Dann hat man genau den gewünschten Effekt einer Verlangsamung. Und genau das ist geschehen. Deswegen glaube ich auch, dass die in den letzten Jahren so geführte Netzausbaudiskussion exakt auf der Schiene liegt, die Energiewende zu verlangsamen und nichts damit zu tun hat, einen sinnvollen Netzausbau zu bewegen. Und ein dritter Punkt, ein drittes gefährliches Manöver, wie ich es benennen möchte, was etwas neuerer Natur ist, aber sich auch schon sehr gut eingenistet hat, vom Klimaschutzplan der Bundesregierung über die Energieunion, wie sie gerade gestaltet wird, ist das Merkmal Efficiency First, das Kriterium Efficiency First. Darin steckt eine Hierarchisierung von Energiewendezielen, die gefährlich werden kann, nämlich dann, wenn die Bevorzugung von Effizienz eine Auslese in der Technologie bedeutet, dann bedeutet zum Beispiel Wasserstoff nachrangig eingesetzt zu werden, weil es gegenüber Batterien nicht so effizient ist, und schwuppdiwupp hat man wieder eine Verlangsamung, indem man sich Technologien weggeschossen hat. Alleine durch ein geschicktes Manöver, Efficiency First, überall in die Programme reinzuschreiben. Ich bin hellhörig geworden, als das auf einmal aufploppte, auf einmal war es in allen Broschüren drin, im Grünbuch drin, des Wirtschaftsministeriums, und der Klimaschutzplan hatte es in den ersten Entwürfen nicht drin. Der letzte verabschiedete Entwurf enthielt auf einmal auf den letzten Metern diesen Begriff und man findet ihn eben auch in den Entwürfen zur Energieunion. Insofern müssen wir, glaube ich, sehr aufmerksam sein, in welcher Gestalt heutzutage das Bremsen der Energiewende bzw. die Interessenskonflikte im Kampf um die Geschäftsfelder daherkommt. Es redet inzwischen keiner mehr davon, dass er die Energiewende aufhalten wollen. Aber es kommen eben genau diese Bremsflöcke daher, im nicht erkennbaren Gewand des Ausbremsens der Energiewende. Deswegen glaube ich, da sind politische große Hürden, aber eben auch Herausforderungen. Und ich denke, wir müssen, um es mal positiv zu formulieren, wo man hinsteuern muss, weil man ja nicht mehr etwas abblocken kann, sondern auch irgendwo hinsteuern muss. Ich denke, wir sollten uns vereinen darauf, dass wer Markt fordert, auch tatsächlich Wettbewerbsgleichheit haben muss. Die Schadstoffbepreisung, die übrigens auch im energetischen Imperativ von Hermann enthalten ist, die Schadstoffbepreisung brauchen wir. In der redigierten Fassung steht da Emissionsbepreisung. In meiner Erinnerung hat Hermann immer von Schadstoffbepreisung gesprochen. Insofern ist der Unterschied darin, dass eben auch sehr viele andere Schadstoffe, nicht nur CO2, auch viele andere Schadstoffe da enthalten sind.
die man damit bepreisen kann und die Energiewende einleiten kann. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Zielpfad, in Kombination damit den Ausbaudeckel, den unsäglichen, abzuschaffen, der eingeführt wurde. Ich glaube, in dieser Kombination kann die Energiewende weitergeführt werden. Aber ich soll hier ein Grußwort halten und möchte deutlich politisch referieren. Aber diese Dinge wollte ich gerne vorangestellt gesagt haben, da mir das so häufig begegnet als Hemmnis der Energiewende, dass es, glaube ich, frevelhaft wäre, meinerseits diese Punkte nicht benannt zu haben. Ja, Hermann Scheer ist, glaube ich, allgegenwärtig auf der Welt. Ich war noch nicht überall auf der Welt, aber wo ich hinkomme, treffe ich Menschen, die sagen, dass sie andere kennen, die wiederum andere kennen, und alle sagen das Gleiche, dass dort, wo sie Hermann Scheer begegnet sind, eine Idee entstanden ist, eine Entwicklung entstanden ist, die große Veränderungen vor Ort, positiv besetzte Veränderungen vor Ort bedeutet haben. Und das, denke ich mal, ist ein Riesenlebenswerk, was er im Kleinen, in der Summe des vielen Kleinen geschaffen hat, was nicht mehr hinwegzudenken ist. Er hat damit etwas in Gang gesetzt. Da kann ich als Tochter und Mitstreiterin von uns allen einfach nur Dankbarkeit empfinden. Hermann war für mich immer der, um den man Angst haben muss, wenn es ihn nicht mehr gibt. Das habe ich nicht als Tochter empfunden, sondern als politisch Engagierte. Ja, in diesem Sinne möchte ich uns einen kleinen Auftaktgruß gegeben haben mit diesen Worten und freue mich eben jetzt noch ein paar tiefergehende Referate ankündigen zu können, die einmal von Franz Alt gehalten werden, dann von Thorsten Müller und Dr. Martin Altrock. Alle drei, denke ich mal, sind allen Anwesenden auch schon bekannt. Ich verliere keine weitere Zeit, das groß auszuführen. Die Referate werden tiefere Einblicke geben, über teilweise auch schon von mir angerissene Fragestellungen. Und im Anschluss daran, wenn noch Zeit bleibt, aber vielleicht kann man die Mittagspause ja auch ein bisschen nach hinten verschieben, den Hunger ein bisschen aufsparen, wenn noch Zeit bleibt, können wir natürlich dann auch, sollten wir auch noch ein bisschen diskutieren. Das werde ich dann, wenn es so weit ist, moderieren und freue mich auch auf Ihre Wortbeiträge. Insofern, als erstes dann übergebe ich das Wort an Franz Alt. Lieber Franz. Liebe Jörn, liebe Nina, liebe Freundinnen und Freunde von Hermann Scheer. Hermann Scheer war der bedeutendste Solarpolitiker der Welt. Das heißt war, er ist es bis heute. Gestern Abend noch in einem Vortrag in der Nähe von Paderborn, immer wieder fällt der Name Hermann Scheer. Und immer man mit Solarfreunden auf der Welt zusammenkommt. Er hat den Einstieg in das Solarzeitalter weltweit vorbereitet und mitorganisiert. Ich habe mich immer gefragt, wie hat er das geschafft? Wie hat er Menschen gefunden, die sich anstecken ließen von dieser Vision des solaren Zeitalters? Wie hat er sie überzeugt? Und wie hat er dafür gesorgt, dass dafür eine ökologische, eine soziale und eine ethische Transformation nötig ist? Dieser grüne Sozialdemokrat, Hermann Scheer, hat uns einen ethischen Imperativ hinterlassen, ein ethisches Testament. Ich war dabei, als er 1996 in Stuttgart zum Beispiel den späteren Friedensnobelpreisträger Mohammad Yunus aus Bangladesch getroffen hat. Yunus hatte dort einen Vortrag gehalten, Hermann Scheer hat ihn anschließend zu einem privaten Gespräch unter vier oder sechs Augen gebeten. Yunus war damals schon der erfolgreichste Banker der Welt mit seinem Mikrokredit. Später dann hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Hermann Scheer hat in 30 Minuten Mohammad Yunus davon überzeugt, dass Solarenergie gerade in einem sonnenreichen Land wie Bangladesch die Basis ist für die Überwindung der Armut. Ein Rohstoff, der nichts kostet, kann sich jeder leisten. Das hat ein kluger Kopf wie Mohammad Yunus sofort begriffen. Er war damals schon ein Hero in einem der ärmsten Länder der Welt, dieser Banker der Armen. Yunus hat Hermann Scheer sofort zugestimmt und sechs Monate später
hat er als Ableger seiner Grameen Bank, Grameen Shakti, die Solarbank, gegründet, die den Armen Mikrokredite verschafft hat. Bis heute haben deshalb mehr Bangladeschis eine Solaranlage als die vielen reichen Deutschen. 4 Millionen. In Deutschland etwa 1,5 Millionen. Natürlich kleine, dem Land entsprechend. Aber das war eine typische Geschichte von Hermann Scheer. Den richtigen Menschen zur richtigen Zeit für das Wesentliche zu begeistern und ihn davon zu überzeugen. Sonne schickt keine Rechnung. Mit diesem Argument hat Hermann Scheer Millionen Menschen in den Dritten Weltländern in der Zwischenzeit zu Strom und Licht verholfen. Und ich habe in Afrika Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, wenn wir keine Solarenergie hätten, hätten wir uns wie viele andere längst auf die Flucht begeben und würden hier anklopfen als Klimaflüchtlinge. Machen sie jetzt nicht, weil sie eine Basis, eine ökonomische Basis haben durch erneuerbare Energie. In Kalifornien wurde Hermann Scheer durch seine Bücher und durch seine vielen Vorträge beinahe zum Volkshelden. Ernie Schwarzenegger und Robert Kennedy nannten ihn My Hero. Nicht eine deutsche Zeit. Das Magazin Time hat Hermann Scheer zum Hero of the Century erklärt. Es ist das Schicksal von Propheten, im eigenen Land nicht so viel zu gewinnen. Und schon gar nicht in der eigenen Partei, wie man weiß. Meine Damen und Herren, Hermann Scheer hat parteiübergreifend Menschen auf der ganzen Welt mit seinem Traum von der Energieautonomie infiziert. Seine Botschaft hieß und heißt: Jede Region auf dieser Erde kann in wenigen Jahrzehnten zu 100% erneuerbar werden. Im Bundestag wurde Hermann Scheer mal als Stellvertreter der Sonne auf Erden bezeichnet. So was freute ihn. Er hat das nicht zurückgewiesen. Auch das Wort Solarpapst hat er nie zurückgewiesen. Im Gegenteil, dieser Agnostiker hat gerne die Festrede gehalten, als auf einem Dach des Vatikan eine große Photovoltaikanlage eingeweiht wurde. Himmlische Energie für den deutschen Papst. Es war Benedikt, der das gemacht hat. Also ein bayerischer Papst, himmlische Energie für den bayerischen Papst. Und Hermann Scheer mittendrin. Der Agnostiker Hermann Scheer. Er hatte überhaupt keine Hemmungen, weder ideologische noch Glaubenshemmungen als Agnostiker, noch philosophische, noch parteipolitische, noch soziale, noch ethische. Kurz vor seinem Tod hat Hermann Scheer noch diese Energiestrategie empfohlen. Nina hat es gerade erwähnt, er war kein Freund von Konsens. Hermann Scheer hat damals gesagt, abkoppeln, abschalten, da hatten wir noch Atomenergie in Deutschland, haben wir zum Teil ja heute noch, und abwählen, das ist ganz wichtig. Abwählen, abkoppeln, abschalten, abwählen. Das sei alles viel wichtiger als die ewige Streberei nach einem Konsens. Meine Damen und Herren, Hermann Scheer hat in seinem letzten Buch, der energetische Imperativ, das ist ja nicht zufällig, Imperativ, das ist Hermann. Nicht, wir haben da eine Möglichkeit, vielleicht sollen wir mal darüber nachdenken. Nein, imperativ, kategorisch, an Kant angelehnt. Er hat davon überzeugt in diesem Buch, dass Deutschland und Europa bis 2030 zu 100% erneuerbar sein können, wenn die politischen Weichen entsprechend gestellt werden. Wir wissen, dass gerade in den letzten 4 Jahren nahezu das Gegenteil passiert. Ich stimme bei dem, was zu dem, was Lina eben gesagt hat, voll zu. Es wird ausgebremst, ganz bewusst mit vielen Tricks, anstatt die Energiewende forciert, wurde sie ausgebremst. Das heißt also, Politik hat sich weiterhin an der Nase herumführen lassen. Man stelle sich mal vor, wenn Hermann jetzt diese letzten 4 Jahre gelebt hätte, was er in seiner eigenen Partei da gesagt hätte. Das hätte einige Donnerwetter in der SPD-Fraktion bedeutet. Der Wechsel zu 100% erneuerbaren Energien bedeutet den umfassendsten wirtschaftlichen Strukturwandel seit Beginn des Industriezeitalters, so Hermann in diesem Buch. Ein Strukturwandel, der freilich Gewinner und Verlierer wurde.
Und das führt immer zu Streit. Wer verliert? Gerne. Verlierer werden unweigerlich die Anbieter der konventionellen Energien sein. Gewinner, die gesamte Gesellschaft, das sind die Landwirte, das sind die Hausbesitzer, das sind die Bauern, das ist der Mittelstand. Also weit mehr Gewinner als Verlierer bei der Energiewende. Hermann Scheer war überzeugt davon, dass der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland, damals waren es nur wenige Prozent, bis 2020 schon auf 60% gesteigert werden könnte. Wir wissen, dass wir das Ziel nicht erreicht werden, aber immerhin, wir haben jetzt 37% Ökostrom in diesem Jahr 2017. Das wäre ohne Hermann Scheer nicht Tatsache geworden. Wir haben weltweit seit dem Jahr 2000 den Solarstrom verhundertfacht. Weltweit. Verhundertfacht. Auf niedrigem Niveau angefangen. Aber das bedeutet, dass die Kurve rasch nach oben geht. Wir haben den Windstrom verdreizehnfacht seit dem Jahr 2000. Das alles wäre ohne Hermann Scheer nicht möglich gewesen. Er hat dafür die Weichen gestellt. Ich möchte, meine Damen und Herren, in einigen Bildern, Fernsehjournalisten brauchen immer Bilder, das verdeutlichen, was wir Hermann Scheer zu verdanken haben. Er war der Erste, der etwas gesagt hat, was ich vorher nicht zu denken gewagt habe. Die Sonne schickt uns 15.000 Mal mehr, als wir brauchen. Worauf warten wir eigentlich? Ist doch absurd, dass zum Beispiel in Wuppertal noch heute Öl aus Arabien verbraucht wird, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien und die Sonne scheint auf jedes Dach. Auch wenn ich durch Wuppertal fahre, stehen die meisten Dächer noch völlig umsonst in der Gegend. Das ist doch eine absurde Situation. Ein Geschenk des Himmels, das wir einfach nicht annehmen wollen, weil wir ein Brett vor der Sonne haben. Das einzige Problem, hat Schermann Hermann immer wieder gesagt, ist ein mentales Problem. Von Natur aus ist die Welt voller Energie. Der liebe Gott war nicht doof und die Evolution war nicht blöd. Wir können viel weiter sein, wenn wir wirklich wollen. Wie war das in unserer Schicksalskurve? Seit dem Pariser Klimagipfel immerhin hat sich die Weltfamilie zum ersten Mal energetisch als Weltfamilie verstanden. Und wir haben begriffen seit Paris, dass das die Überlebensfrage der Menschheit ist, die Energiefrage. Die Optimisten sagen, wenn wir gut sind, schaffen wir noch den Anstieg des Klimas auf 2 Grad, vielleicht sogar 1,5 zu begrenzen. Die Pessimisten sagen, wir werden das nicht schaffen, wenn wir einfach so weitermachen, wenn wir alles verbrennen, was heute noch im Boden ist, dann müssen wir mit einer globalen Erwärmung von 8 Grad rechnen. Dann möchte ich aber nicht mein Enkel sein. Das ist nicht mehr die Welt, die wir kennen. Das ist ein völlig anderer Planet. Meine Damen und Herren, in meinem Buch Der ökologische Jesus habe ich mal den Kirchen empfohlen, macht doch endlich Solaranlagen an die Kirchen, damit der Heilige Geist da endlich mal Landefläche findet. Und immerhin 2000 Kirchen haben das gemacht, nicht? In der Nähe des Kölner Doms oder wie schon gesagt, im Vatikan. Was diese Solaranlage hat Hermann Scheer mit Frank Aspekt zusammen eingeweiht. Noch zu Zeiten des bayerischen Papstes. Also welche Freude im Himmel über ein solches Bild. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ein deutscher Denkmalschützer, so ein typisch deutscher Beamtenarsch, so etwas zu genehmigen hätte, was das für Probleme gäbe. Sie wissen, wir sind Weltmeister im Schaffen von Problemen, die es eigentlich gar nicht gibt. Nicht diese Solaranlage im Vatikan, auf der Audienzhalle des Papstes, macht Strom für etwa 300 Menschen. Im Vatikan leben gerade mal 300. Also, die sollen ja keine Kinder kriegen. Das ist die Lösung für alle Zeit. Insofern fand ich das sehr bezeichnend, dass Hermann genau dabei war bei einer Anweihung solcher Solaranlagen. Er hat immer die ethische Dimension betont. Und auch bei seiner Rede im Vatikan, dass das eine moralische Herausforderung ist. Dass wir jetzt mit solchen Technologien die Möglichkeit haben, dass künftig auf dieser Welt kein Kind mehr verhungern muss. Was ist eher eine moralisch-ethische Herausforderung, als dafür zu sorgen? Hermann wusste immer, mit der Technik allein schaffen wir den 100%igen Umstieg nicht. Wir brauchen eine ganz neue Verbindung von Ethik und Technik. Ja, sogar von Ethik und Technik mit Ästhetik. In vielen Konferenzen
hat Hermann vor Architekten, hat Hermann immer mal darauf hingewiesen, wir brauchen eine solare Architektur für eine bessere Zukunft in einer besseren Welt. Es muss ästhetisch sein, damit es den Menschen gefällt. Was schön ist, will jeder Mann haben. Jetzt haben wir die Weltausstellung zurzeit in diesem Jahr 2017 in Kasachstan. Das ist die erste Weltausstellung in einem Land der dritten Welt, die zu 100% mit erneuerbarer Energie organisiert wird. Mit Hilfe der Sonne und mit Hilfe von Windrädern. Wir brauchen neue Formen, neue architektonische, solare Energieformen. Das gibt es heute schon zum Teil, aber manches sieht eben noch nicht so schön ästhetisch aus, was ich auf unseren Dächern manchmal sehe. Das ist eine Fabrik, die macht weit mehr Strom und Wärme mit der Sonne, als die 300 Menschen, die hier arbeiten, brauchen. Meine Damen und Herren, dieser energetische Imperativ hat eine ganz neue Dimension für das Solarzeitalter. Zum ersten Mal auf der Welt wird energetisch anders geschrieben. Es hat eine literarische Dimension. Ethisch in energetisch mit TH. Hermann Scheer war auch wortschöpferisch tätig. Im besten Sinne Ethik und Technik müssen zusammenkommen. Dann haben wir eine ganz andere Basis für die Energierevolution, die in der Tat. Er hat hier nochmal deutlich gemacht, wie schön es sein kann, wenn man ästhetisch baut. Denn gerade in New York errichtet 3 Windräder, die machen Ökostrom für viele tausend Menschen. Das erste Kaufhaus der Welt steht in Berlin, das CO2-frei, komplett CO2-frei ist. Wird versorgt über Geothermie und über Solarenergie. Mit Holz gebaut, einem nachwachsenden Rohstoff. Und weil das so gut funktioniert, sozusagen im passiven, nahe des Passivhaus-Niveaus in Berlin, hat jetzt diese Kaufhauskette beschlossen, 120 weitere solche Gebäude zu bauen. Ein solcher Beschluss wäre undenkbar ohne die jahrzehntelange Vorarbeit, die Hermann Scheer geleistet hat. Meine Damen und Herren, kleine Windräder, ein ziemliches exotisches Thema in Deutschland, kombiniert mit Photovoltaik. Welch eine Chance haben wir, wenn wir das im großen Stil nutzen? Ich habe immer gedacht, wenn mitten in der Stadt kleine Windräder sich drehen, wird viel Lärm erzeugt. Ich war da oben, alle 16 Windräder liefen in Mainz bei Herda. Es war nichts zu hören. Der Wind ist lauter heute als ein so kleines Windrad. Das ist noch eine Vision, alles Möglichkeiten. Meine Damen und Herren, ein Fußballstadion, das Strom hat. Die Fans haben es finanziert. So steigt die Windenergie und entsprechend geht die Solarenergie, die Atomenergie weltweit zurück. Ich war hier in diesem Zentrum, gerade vor einem Jahr, mit dem Wirtschaftsminister von Bangladesch. Die Bangladeschis wollen die deutsche Energiewende lang. Als ich mit ihnen hier war, haben wir morgens im Hotel eine deutsche Zeitung in der Hand bekommen und da stand: Die Russen werden jetzt in Bangladesch 10 Atomkraftwerke bauen. Dann sage ich zu meinen Freunden aus Bangladesch, Herr Wirtschaftsminister, was ist das denn? Sie sind mit mir hier in Deutschland unterwegs, um in Bangladesch die deutsche Energiewende nachzumachen. Und in einer deutschen Zeitung lese ich, die Russen bauen bei euch 10 Atomkraftwerke. Die Reaktion des bangladeschischen Ministers war zunächst völlig hilflos, er sagt, erzählen denn so etwas? Das stimmt überhaupt nicht. Was schreiben denn deutsche Zeitungen für einen Quatsch? Das ist schlicht Fake News, was da steht. Ich sage Ihnen mal, was läuft in Bangladesch? Und jetzt kommt etwas, meine Damen und Herren, das sehr exemplarisch ist. Deutsche Zeitungen schreiben, Russen bauen in Bangladesch 10 Atomkraftwerke. Was war wirklich? Natürlich gibt es in der Bangladesch-Regierung eine Atomfraktion, wie überall auf der Welt. Um die zu befriedigen, hat der Wirtschaftsminister, mit dem ich da gerade zusammensaß, auch hier in diesem Zentrum, um die zu befriedigen, seine Atomfraktion, hat die Bangladesch-Regierung beschlossen, russische Atomkraftbetreiber sollten ein Angebot machen für den Bau eines Atomkraftwerks. Ein Angebot für den Bau eines Atomkraftwerks zur Befriedigung der Atomlobby in Bangladesch. So, das war das Faktum. Deutsche
Journalisten machen daraus eine Meldung, die Russen bauen in Bangladesch 10 Atomkraftwerke. So läuft das. Meine Damen und Herren, bis zum heutigen Tag wird die Energiewende ausgebremst mit unzähligen Fake News aus der ganzen Welt. Wo sollen überall Atomkraftwerke und unendlich viele gebaut werden? Meine Damen und Herren, nichts geht zurzeit so den Bach runter weltweit wie die Atomenergie. Aber die PR-Abteilung der Atomlobby träumen immer noch, und viele Journalisten fallen auf diesen Quatsch rein, von der Renaissance der Atomkraft. Das Gegenteil ist richtig. Der ganze Mix der erneuerbaren Energie zeigt schon, was preiswert ist. Am Schluss, meine Damen und Herren, wird immer der Preis entscheiden. Und weltweit, so hat Irena gerade festgestellt, weltweit, übrigens, Irena hat ja auch zu Beginn auf der Landleben, weltweit ist in 60 Ländern bereits Solarstrom und Windstrom die billigste Strom, die preiswerteste Strom. Und dann hat sie nicht mal vollgekostet, wie der Alpen. Irena geht davon aus, in etwa 10 Jahren wird weltweit es kein einziges Land mehr geben, in dem nicht erneuerbare Energie unschlagbar preiswert. Preiswerter als jede alte Energiequelle ist. Meine Damen und Herren, die ganze Welt kann in der Tat, das war der Traum von Hermann Scheer, in wenigen Jahrzehnten zu 100% erneuerbar werden. Es gibt kein einziges Land, das das nicht könnte. Afrika und Sonne. Welch eine Chance, wenn wir das intelligent machen. Wir können den Hunger überwinden. Also der Traum von Muhammad Yunus, dass wir mit Hilfe der Solarenergie den Hunger überwinden kann, ist möglich. Wir können den Hunger bis zum Jahr 2030 ins Museum der Geschichte stellen, wenn wir das, was uns Hermann Scheer gelehrt hat, wirklich umsetzen. Frauen in Bangladesch, wie gesagt, Muhammad Yunus hat ihnen. Die hatten nie Strom zu Hause, jetzt zum ersten Mal eine Solaranlage organisiert, mit kleinen Krediten hat er sie finanziert. Reiche kriegen keinen Kredit, nur aber, wer sagt, Reiche zahlen sowieso nicht zurück. Die Armen sind sehr motiviert zurückzuzahlen und haben jetzt 4 Millionen kleine Solaranlagen in Bangladesch. Nur ein Beispiel, um deutlich zu machen, was das bedeutet für die Armen und die Ärmsten in der Welt, diese Inderin. Zeigt mir vor der Stolz ihrer Solaranlage. Schauen Sie mal nach links von dem Baum da oben auf dem Dach. 1/2 Quadratmeter Solaranlage. Reicht aus für 2 Lampen. Und die Kinder dieser Frau können jetzt in die Schule. Warum? Weil sie im Schein von Solaranlagen Hausaufgaben machen. Meine Damen und Herren, was bedeutet das für diesen Jungen und dieses Mädchen? Bleiben wir mal bei den Mädchen. Ein Mädchen in Indien oder Bangladesch hat bisher mit 14, 15, 16 ihr erstes Kind gemacht. Und deshalb haben wir eine riesige Bevölkerungsexplosion. Dieses Mädchen, das im Schein von Solarlampen Hausaufgaben machen und zur Schule gehen kann, die bekommt einen Arbeitsplatz nach einem Schulabschluss, das ist sicher in Indien, wird vielleicht mit 25, 28 ihr erstes Kind. Problem des Bevölkerungswachstums gelöst. Dank erneuerbarer Energie. Und diese beiden Kinder werden nie fliehen wollen. Sie haben eine ökonomische Basis, weil sie Energie haben. Ich höre immer von der Politik, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Zurzeit sind in Afrika 18 Millionen Klimaflüchtlinge unterwegs. Die drängen alle nach Europa. Ja, wo sollen sie denn hin? Hier sitzen doch die Verursacher. Wir sind das Problem des Klimawandels. Doch nicht die Afrikaner oder die Inder. Nein, die Reichen, wir sind mit unseren 10-Liter-Autos und so weiter, sind das Problem. Meine Damen und Herren, wir alle leben unter einem geistigen Gesetz. Dieses geistige Gesetz heißt, du kannst nur ernten, was du säst. Darauf hat uns Buddha aufmerksam gemacht, darauf hat uns Jesus aufmerksam gemacht, Mahatma Gandhi oder Albert Schweitzer, alle wirklich Großen, nicht die Trumps dieser Welt, die wirklich Großen haben uns auf dieses geistige Gesetz aufmerksam gemacht. Wer 10-Liter Autos fährt, bekommt Klimaflüchtlinge, Punkt. Wer Atomkraftwerke baut, bekommt Atomunfälle. Punkt. Wenn er das nicht sieht, diesen Zusammenhang, lebt er in Kuckucksheim, aber nicht auf dieser Realwelt. Also wir dürfen uns über Millionen Flüchtlingsströme nicht wundern. Es ist die logische Konsequenz einer falschen Energiepolitik. Meine Damen und Herren, dieser junge Afrikaner wollte fliehen. Dann hat er sich darauf besonnen, dass es ja Solarenergie gibt. Er war Elektriker. Aber er wollte nach Europa, weil er in Afrika keine Chance mehr hat.
hat sich eine kleine Solarzelle besorgt, hat selbst als Elektriker daraus ein Solartelefon gebastelt. Jetzt kommen die Leute zum Telefonieren zu ihm. Er hat einen Arbeitsplatz und er denkt nicht mehr daran, nach Europa zu fliegen. Sehen Sie diese Zusammenhänge? An all diese Zusammenhänge hat der Sozialdemokrat Hermann Scheer, der grüne Sozialdemokrat Hermann Scheer, in seinem Buch Der energetische Imperativ gedacht. Meine Damen und Herren, wenn ich den Dalai Lama frage heute, was ist Religion? Dann wird dieses ethische Moment von diesem sehr ökologischen Menschen, dieses ethische Element immer wieder betont. Der Dalai Lama sagt, religiös ist, wer mitarbeitet an der Bewahrung der Schöpfung. Das ist eine sehr moderne Definition dessen, was Religion sein könnte im Zeitalter der ökologischen Krise. Meine Damen und Herren, in diesem Büchlein, das jetzt gerade vor wenigen Tagen erschienen ist, wurde ich gefragt, wer sind Ihre Vorbilder? Ich habe gesagt, wenn ich so nachdenke, fallen mir vier Namen ein. Erstens Jesus von Nazareth. Zweitens der Dalai Lama. Drittens der Schweizer Tiefenpsychologe Karl Gustav Jung und viertens Hermann Scheer. Das sind die vier Namen, denen ich persönlich sehr viel verdanke. Hermann Scheer vor allen Dingen diese Dimension von Ethik und Technik zusammenzusehen. Wir haben kurz, ich glaube 10 Tage etwa vor seinem Tod, dieses Buch zusammen in seinem Wahlkreis vorgestellt. Der energetische Imperativ. Und ich war fasziniert von dieser Idee einer neuen Koalition in der Gesellschaft, Ethik und Technik zusammenzubringen. Meine Damen und Herren, Hermann hatte ja jahrzehntelang davon geträumt, dass wir weltweit eine erneuerbare Energieagentur organisieren. Wir waren dann, ich glaube, 2007, 2008 etwa mal bei der Bundeskanzlerin und Hermann hat 10 Minuten dieser christdemokratischen Bundeskanzlerin seine Vision von einer Weltagentur für erneuerbare Energien nahegebracht. So nach 10 Minuten, eine Viertelstunde, sagte Angela Merkel, kluge Idee, machen wir. Sie wollte alle deutschen Botschafter anweisen, dass wir in einem Jahr schon eine Gründungskonferenz von IRENA in Bonn machen würden. Ich glaube, es hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben es hingekriegt, es gibt heute IRENA. IRENA, in der etwa 90% der gesamten Menschheit organisiert ist. Auch die Chinesen sind. Meine Damen und Herren, die wollen alle die deutsche Energiewende nachmachen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten, dass die besser gelingt in der nächsten Legislatur, als das in der letzten der Fall war. Der große Vorteil ist ja, dass wir so, wie wir da sitzen, heute alle nicht arbeitslos werden. Wir haben eine Menge zu tun, um das wieder nach vorne zu bringen, was Hermann Scheer mit Energiewende wirklich gemeint hat. Nämlich in relativ kurzer Zeit, in 10, 15 Jahren, dass das technisch machbar ist, wissen wir schon lange. Dafür gibt es Millionen positiver Beispiele. Technisch überhaupt kein Problem. Wenn es uns gelingt, diese zweite Dimension, die Hermann Scheer mit diesem Titel der energetische Imperativ gemeint hat, diese zweite Dimension zu organisieren, dann schaffen wir viel schneller den Durchbruch. Weil das weit über eine grüne Partei hinausgeht. Da sind die Kirche mit dabei, da sind Eltern dabei, die an die Zukunft ihrer Kinder denken. Jedes Elternpaar will doch, dass es seinen Kindern gut geht in der Zukunft. Das wird aber nicht der Fall, das kann nicht der Fall sein, wenn wir energetisch so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Ich denke, wir haben viel Grund, Hermann Scheer gerade an diesem 7. Todestag sehr dankbar zu sein für die Anregungen, die er uns gegeben hat, für den Auftrag, den er uns gegeben hat. Es ist wirklich ein tiefer moralischer und ethischer Imperativ, wenn er energetisch mit TH schreibt. Vielen Dank. Ja, es wird nicht ganz leicht für mich, nach 2 so bundesweit bekannten, brillanten Rednern da noch irgendwie noch was zu ergänzen, aber ich werde mich bemühen. Jeder hat es schon kurz angesprochen. Ich wollte nur eine Sache vielleicht dazu sagen zu meinem wichtigsten Mandat im Augenblick. Das ist das Bundesverkehrsministerium, eine groß angelegte Studie, wie der regulative Rahmen sich bis 2050 entwickeln muss, damit die Energiewende hinbekommen. Und wenn ich jetzt Sachen erzähle, dann ist das Ausfluss von Überlegungen, die ich in dem Zusammenhang gerade anstelle. Und manchmal arbeite ich ein bisschen mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Denken Sie mir nach, aber vielleicht andere wird es vielleicht merken oder ich werde es auch ansprechen.
Ich habe mir überlegt, dass ich insbesondere über Weichenstellungen hin zu unserem Thema zur vollständigen Wechsel zu den erneuerbaren Energien, wie kann er realisiert werden, sprechen möchte, was sind Weichenstellungen, was sind Baustellen. Und dann möchte ich ein bisschen mal vergleichen, was Hermann in seinem Buch an also vier ordnungspolitische Grundsätze 2010 darin festgehalten. Die möchte ich gerne in einem vielleicht Hermann-typischen sportlich, nicht ganz ernst, aber also das Hermann war ja das Tolle, dass das die inhaltliche Auseinandersetzung, der inhaltliche Kampf immer zusammenkam mit dem Humor. Also ich unvergessen, er echauffiert sich wieder 20 Minuten länger, als seine Redezeit war in irgendeinem Vortrag und dann gehen wir zusammen die Treppe runter und er macht irgendwelche todigen Witzchen. Also das ist für mich so Hermann irgendwie. Und in dem Sinne sozusagen auch schauen, vier ordnungspolitische Grundsätze 2010 und wie stehen wir heute da. Also ein Spiel Hammer gegen die Wirklichkeit und wenn Hammer hat dann gewonnen, wenn die Wirklichkeit so ist, wie Hammer zuher gesagt hat. Wir schauen mal, was wir sonst. Ja, was ist unser Ziel? 100% erneuerbare Energien bis 2030, bis 2050, bis 2060. So schnell wie möglich. Wir haben die Verantwortung, dass wir es so schnell wie möglich hinbringen müssen. Herr Alt, Sie haben es wunderbar dargestellt und da lässt sich nichts ergänzen. Zeitpläne, die wir da auch machen für die Bundesregierung oder für regulatorische Rahmen, die versuchen halt das Pragmatische zu verbinden und Arbeitsplätze zu sichern und was man alles politisch unter einen Hut bringen will, aber unsere Zielrichtung muss sein und das können wir dann auch mal lernen und weiterhin ist. Es muss so schnell wie möglich sein, desto schneller, desto besser, desto schneller, desto billiger. Das ist in vielen nicht klar, ja, aber desto schneller, desto billiger. Welche Weichenstellungen müssen wir entscheiden? Das eine ist, brauchen wir erneuerbaren Energiestrom oder brauchen wir Energieeffizienz? Du hast schon angesprochen, Efficiency first. Die Efficiency ist nicht das Problem, das first ist das Problem. Weil über diese Überlegung, natürlich jeder Ökonom würde sagen, jeden Euro, den ich spare, kaufmännischer Grundsatz aus Hamburg, einen Euro gespart sind vier ausgegeben, das ist schon richtig. Aber dabei, wenn das so diskutiert wird, wie es im Augenblick diskutiert wird, bedeutet es ja, wir brauchen nicht so schnell die erneuerbaren Energien ausbauen, wir machen jetzt erstmal eine Ruhephase und machen jetzt erstmal Energieeffizienz und dann schauen wir mal weiter. Das ist natürlich grundfalsch. Das darf nicht sein. Ja, dann haben wir eine interessante Diskussion. Eine erschreckende Diskussion, die ich finde, Solar oder Wind. Also wenn ich in die Leitszenarien des Bundeswirtschaftsministeriums schaue, soweit sie jetzt schon öffentlich sind für die Entwicklung im nächsten Jahr bis 2050, findet sich dort eine Grundüberlegung, die jetzt an verschiedener Stelle kommt, die ist, wir haben die europäische Kupferplatte, wir bauen die erneuerbaren Energien da, wo es am billigsten ist, und Solar ist halt in Südeuropa am billigsten, das brauchen wir in Deutschland eigentlich nicht. Das wollen wir nicht. Also wir wollen, denke ich, gemeinsam, dass wir auch in Deutschland die Solarenergie weiter ausbauen. Ich bin auch ganz entspannt, was das anbelangt, weil auch die Preise für die Solarmodule da stehen, wo sie stehen und wir werden es halt sowieso haben. Aber ich denke, wir müssen in unseren Szenarien, wo wir also die politische Entwicklung der kommenden Jahrzehnte versuchen oder die wirtschaftliche Entwicklung, die technische Entwicklung versuchen zu antizipieren und die regulatorischen Rahmen darauf auszurichten, halt auch schauen, dass wir nicht wie die Europäische Kommission zuweilen und auch das Wirtschaftsministerium im Augenblick scheinbar schauen, naja, in Deutschland machen wir Wind und ein bisschen Offshore-Wind, weil es, ja, so irgendwie, können wir auch noch machen, aber wir machen kein Solar, wir machen keine Solarparkförderung mehr. Und so, das halte ich für grundfalsch. Dann haben wir eine andere Weichenstellung, Biomasse oder Erdgas. Da bin ich noch ein bisschen offen. Also die Frage ist, in dem Punkt, brauchen wir für eine gewisse Zeit noch erdgasbefeuerte Kraftwerke oder können wir das ganz sein lassen, können wir komplett auf Biogas umstellen, auf Biomasse umstellen. Eine Aussage komme ich später noch dazu. Auf jeden Fall sollen wir die bestehenden Biomassestrukturen, die wir haben, fortsetzen und pflegen. Und irgendwie werden wir, denke ich, da bin ich ganz fest von überzeugt, einen Übergang haben zu synthetischen Gasen, die strombasiert sind. Also wir werden Gas haben, Methan haben, was aus Windstrom und Wasserstrom, Windstrom und Solarstrom und erneuerbaren Energienstrom erzeugt wird und auch klar ist ein gewisser Grundkonflikt zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesverkehrsministerium möglicherweise ist. Brauchen wir Speicher oder Flexibilität? Ja, wir brauchen einen Flexibilitätsmarkt zukünftig, aber wir brauchen auf jeden Fall auch Speicher, wir brauchen auch Power to Gas, wir brauchen auch die Möglichkeit, dass wir Strom, wenn wir ihn im Übermaß erzeugen aus erneuerbarer Energie, ohne dafür was ausgeben zu müssen, dass wir ihn dann speichern und an anderer Stelle wieder verwenden. Auch das ist gerade heftig in der politischen Diskussion.
weil es eben viele Thesen oder viele Meinungen, Stimmen gibt, die sagen, wir brauchen keine Speicher, keine Langzeitspeicher. Wir brauchen eigentlich nur die europäische Kupferplatte und dann geht alles von alleine. Wir machen den billigen Strom in Spanien, den billigen Strom in Norwegen und den billigen Windstrom in Nordeuropa und dann geht alles von alleine ohne Speicher. Ich kann daran nicht glauben. Speicher oder Netzausbau, das ist im Prinzip die nächste Weichenstellung, wo wir auch schauen müssen. Natürlich ist der Netzausbau immer billiger, aber wir brauchen auch jetzt eine Entscheidung für Speicher und Klaus, da bin ich bei dir, die Sau, könnte gestartet werden an der Stelle und dann geht es besser mit dem Speicher. Autarkie oder Importe, das ist ja auch so ein Thema, was den Hermann viel bewegt hat. Was meine ich mit Autarkie oder Importe? Wollen wir die Energiewende in Deutschland machen oder wollen wir sie in Europa machen? Woher soll der Strom kommen, den wir brauchen, der erneuerbare Energienstrom, den wir brauchen, um unser Energiesystem komplett umzustellen, nicht nur die Stromerzeugung umzustellen? Woher soll der ganze Strom für die strombasierten Kraftstoffe kommen oder importieren wir die Kraftstoffe? Also ich denke, ein komplettes Autarkie-Szenario, Deutschland alles alleine machen, das wollen wir nicht. Wir wollen schon eine europäische Lösung haben, aber wir können Europa auch nicht nach unseren Wünschen gestalten, sondern wir müssen schauen, was machen denn unsere europäischen Partner mit. Und diese Vorstellung, die sich zum Beispiel eben im Wirtschaftsministerium Leitstudien jetzt finden, zu sagen, naja, wir haben die Kupferplatte in Europa, wir bauen die Grenzkuppelstellen auf und dann schauen wir halt, dass der Strom halt aus Südeuropa kommt und ob in Südeuropa oder auch in Polen die ganzen Windenergieanlagen gebaut werden, die wir brauchen, um dann zeitgleich den Strom in die Batterieautos zu bringen. Das ist völlig unmöglich. Ich glaube nicht, dass das passiert. Und ich glaube, wir können Anreize dafür setzen, aber wir können unsere Nachbarn in Europa nicht dazu zwingen, dass sie sich auf unser System einlassen. Und ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass das passiert. Damit bin ich eigentlich auch beim nächsten Punkt. Handeln oder Europa, Deutschland oder Europa, was ist der Maßstab unseres Handelns? Hermann hat relativ früh Position, oder wir alle eigentlich haben relativ früh Position bezogen zum Thema Desertec. Und es war für ihn leicht abzusehen, dass das nichts werden würde. Das hat sich ja relativ schnell auch in Luft aufgelöst, das ganze Thema. Und wir müssen auch an der Stelle, denke ich, die Lehren daraus ziehen, dass wir realistisch bleiben müssen bei der Internationalisierung. Natürlich wünschen wir uns das, es wäre auch billig, ja, aber wir werden es nicht erzwingen können gegen den Willen der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und von daher müssen wir schauen. Ja, und ein Punkt, CCS, CCU, dass der Begriff auch mal gefallen ist, also CCS, das Thema ist ja hoffentlich durch, also dass man Kohlendioxid, was aus der Emission von zum Beispiel Braunkohlekraftwerken entsteht, dass man das in die Erde presst. Da war Hermann auch sehr dagegen, das ist ja auch uns vorbeigegangen. Jetzt gibt es ein anderes Thema, das ist der Carbon Capture Use, also dass man den Kohlenstoff, Kohlenwasserstoffe aus den Verbrennungsvorgängen eventuell nutzen kann. Ich will das bloß erwähnen, vielleicht könnte sich daraus was ergeben. Wir müssen mal abwarten. Ich habe die Vermutung, dass in der Industrie, in der industriellen Nutzung da vielleicht was dran sein könnte, aber es ist kein allgemeines Allheilrezept, um jetzt noch weiter Kraftwerke zu betreiben. Das darf nicht, dieses Argument oder diese technologischen Überlegungen dürfen nicht in ein solches Argument gegossen werden. Damit komme ich zu den wesentlichen, für mich wesentlichen Baustellen für den Erfolg der Energiewende. Das eine ist das Thema Deckel mit einem anderen Gewand. Wir müssen die Zubaugeschwindigkeit aufrechterhalten. Was meine ich damit? Wir müssen die erneuerbaren Energien, die Windenergieanlagen, die Solaranlagen müssen weiterhin schnell zugebaut werden. Und dafür brauchen wir ein Finanzierungssystem, was funktioniert. Thorsten, du hast es wunderbar ausgedrückt. Das EEG dient dazu, ich kann es auch nicht anders sagen, dient dazu, die Finanzierung abzusichern, dadurch, dass man eben sicher einen bestimmten Betrag bekommt. Und wenn der Betrag auf dem Marktpreis liegt, dann brauche ich trotzdem die Absicherung. Es nützt mir nichts, dass ich das eben, dass der Marktpreis mal hoch ist, weil er ist dann auch wieder niedrig und dann steigt halt die Eigenkapitalverzinsungsverpflichtung. Also ich brauche mehr Eigenkapital und dann werden Projekte unrealistischer, dass sie umgesetzt werden. Und dann werden nicht die erneuerbaren Energien zugebaut, die wir dringend brauchen. Im Bereich Solar, bei der Photovoltaik, haben wir jetzt ein Miteinander von verschiedenen Förderregelungen. Wir haben auch das alte EEG bei den Anlagen ist 100 kW mit der, Einspeisevergütung. Wir haben die Ausschreibung im Bereich Photovoltaik, auch Thorsten hat dazu auch schon was gesagt, das ist mit der Umbaurealisierung möglicherweise nicht so gut bestellt, das müssen wir mal abwarten, wie das die Preise nicht so niedrig waren, die bei den Ausschreibungen rausgekommen sind. Wir haben jetzt neu das Instrument des Mieterstroms, was eine gewisse
Hoffnung schon bei uns geben kann, dass auch auf diese Art die vielen Dachflächen, von denen Sie gesprochen haben, die noch unbestückt sind, auch bestückt werden können und dass es darüber finanziert wird. Wir müssen mal sehen, wie sich das etabliert, aber das ist sicherlich auch, da habe ich Hoffnung, weil ich würde doch denken, dass wir insgesamt nochmal drauf schauen müssen, auch in der nächsten Legislaturperiode, wo du ja freudigerweise wieder mit dabei bist, dass wir ein ausgewogenes Fördersystem für die Solarenergie haben. Und ob das jetzt sich wirklich einstellt, was wir miteinander der verschiedenen Instrumente, das ist, glaube ich, nochmal ein Blick wert. Ja, bei der Biomasse bin ich, das habe ich schon angedeutet, auf jeden Fall der Meinung, dass wir Anschlussförderung brauchen. Das ist immer der Terminus, den man hat. Also wir haben ganz viele Biogasanlagen in Deutschland, Biomasseanlagen, die laufen irgendwann aus, das EEG läuft irgendwann aus, die Förderung für diese Anlagen. Wir haben da in die Infrastruktur investiert und wenn wir jetzt nicht eine Anschlussförderung im EEG haben, dann werden die Anlagen einfach abgedreht und die machen sehr viel Strom von dem Strom, der aus erneuerbaren Energien im Augenblick erzeugt wird, weil sie eben viele Vollnutzungsstunden haben. Das heißt, eine wichtige Forderung ist, dass wir wirklich Fördersätze haben in den Ausschreibungen für Biomasse, die dazu führen, dass die Biomasseanlagen auch über die 20 Jahre noch der EEG hinaus weiter betrieben werden. Ja, und dann haben wir das Thema der EEG-Umlage, also die Sau kommt auch bei mir sozusagen, nicht in der ganzen Kostüm, aber wir brauchen, das meine ich auch, an der teilweise Steuerfinanzierung unter Umständen, wir brauchen CO2-Bepreisung, wir müssen eben Raum schaffen für die weiteren Entwicklung der erneuerbaren Energien, indem wir die EEG-Umlage nicht weiter ansteigen lassen, sondern jetzt mal was rausnehmen. Der Bundesverband Erneuerbare Energien hat diese Woche gefordert, ob man nicht die besondere Ausgleichsregelung daraus mit einer steuerfinanzierten Eigenmöglichkeit oder eine andere Überlegung, die wir mal für die Ebert-Stiftung vor ein paar Jahren entwickelt hatten, war zu sagen, wir nehmen einfach den Anfang der Solarförderung, also diese beste Entwicklungshilfeaktion, die Deutschland je gemacht hat, dass wir eben so einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, Deutschland, dass die Solarmodulpreise so runtergegangen sind, das nehmen wir aus der EEG-Umlage raus, machen es halt über eine Fondslösung oder über einen Haushalt. Und dann wird die EEG-Umlage erstmal wieder sinken und dann haben wir wieder Munition, um die nächste Phase der Energiewende auch so zu finanzieren, dass die Stromkunden dann nicht zu sehr darunter leiden. Ja, und damit bin ich dann schon bei meinem kleinen Spielchen sozusagen. Die vier ordnungspolitischen Grundsätze von 1910, also dem energetischen Imperativ. Was war das? Also das eine war der Vorrang im Strommarkt. Wir hatten eben schon teilweise darüber gesprochen. Die erneuerbaren Energien müssen Vorrang haben im Strommarkt, nicht nur im Netz, im Strommarkt. Ja. Vorrang im Planungsrecht. In Nordrhein-Westfalen ein einfaches Thema. Dann brauchen wir eine Umstellung der Energiebesteuerung mit der Schadstoffbesteuerung, da hast du das schon angesprochen, da komme ich gleich noch zu. Und dann die Energieinfrastruktur, die Energieinfrastruktur muss ein Gemeinschaftsgut werden. Wem gehört das Kapital, will ich jetzt nicht sagen, wem gehören die Anlagen, wem gehören die Netze, was ist denn gut, was ist denn optimal, damit die Energie wird geglückt, in wessen Hand sollen sie denn sein? Also, Hermann hat vorhergesagt, dass man ein ein wesentlicher ordnungspolitischer Grundsatz ist, eben der Vorrang auf dem Strommarkt. Wir haben darüber schon eben auch gesprochen. Ist es wichtig, dass wir im Augenblick an dem Vorrang nichts ändern dürfen, weil wir einfach noch zu viel konventionelle im Strommix haben. Es stellt sich halt die Frage, was wir tun, wenn wir nur noch erneuerbaren Strom im Strom haben, dann macht der Vorrang halt keinen Sinn mehr. Ja, der hat dann eine natürliche Endlichkeit, würde ich sagen, an der Stelle, aber soweit ist es noch nicht. Und dann kommen wir zu dem Thema, was wir auch schon mal Thorsten von dir gehört haben, wie steuern wir dann die Merit Order, die Einsatzreihenfolge der erneuerbaren Energien, die dann nur noch da sind, ja, hoffentlich und nicht bald. Und ich meine auch, dass das über Preissignal geht, aber das sicher ist das Thema irgendwann, wird es nun mal anzuschauen sein, aber im Augenblick ist es noch viel zu früh, weil im Augenblick haben wir ja eben noch sehr viel Strom aus konventionellen Kraftwerken drin und deswegen 1-0 für Hermann und die Möglichkeit, und die Möglichkeit hat der Hermann an der Stelle auch nicht irgendwie überrannt. Das zweite ist der Vorrang im Planungsrecht, also im Raumordnungsrecht, im Bauplanungsrecht, da haben wir ja noch das andere Problem, muss man sagen, wenn wir in die Internet schauen, wenn wir nach Bayern schauen, wenn wir die 10H-Regelung haben, also dass man eben zehnfache Entfernung, also die Höhe darf nicht höher sein als die zehnfache Entfernung von dem nächsten Wohnraum bei der Windenergieanlage, was de facto dazu führt, dass die Anzahl der Standorte, wo man Windenergieanlagen hinstellen kann, zusammengeschmolzen ist. Nichts, muss man so aus, glaube ich, auszudrücken, und das kann so nicht bleiben.
Und es ist ein zentraler Aspekt, dass das Planungsrecht es ermöglicht, dass die erneuerbaren Energieanlagen gebaut werden. Das stimmt 2017 genauso, wie Herr Mann das 2010 gesagt hat. Ja, dann kommt der Aspekt mit der Schadstoffbesteuerung nochmal. In der Tat ist es so, dass es uns immer noch nicht gelungen ist, die externen Klimakosten zu internalisieren, wie der Volkswirt sagt, also wirklich zu bepreisen, was wir hier klimapolitisch tun. Und erst wenn die Bepreisung da ist, werden wir auch unser Handeln danach orientieren. Also ist es wichtig, meine ich, eine CO2-Bepreisung, einen Flat-Price oder eine Emission Trading System so umzugestalten, also den Emissionshandel so umzugestalten, wobei da bin ich kein großer Freund von, aber es ist eine Option, dass eben man in seinem Verhalten auch merkt, ob man halt einen einen Energieträger einsetzt, der viel CO2 emittiert oder einen, der wenig emittiert. Und da sind wir eben noch nicht, zum Beispiel auch nicht bei der Stromsteuer. Bei der Stromsteuer im Augenblick besteuern wir jeglichen Stromverbrauch unabhängig davon, aus welcher Quelle er kommt. Wenn man das hinstellen würde, wäre das ein Ansatz und auch da lag ja mal komplett richtig, dass eine Schadstoffbesteuerung CO2 ist ein Punkt, andere kommen dazu, dass wir die richtigen Regelungseffekte haben für unser Verhalten, die dann quasi gleichsam automatisch dahin führen, dass wir eben dass wir die Kohlekraftwerke nicht mehr lange betreiben, weil wir es einfach nicht mehr leisten wollen. Und dann komme ich zum letzten Punkt, das ist eben die Frage der Eigentumsverhältnisse, sage ich jetzt mal, an der Energieinfrastruktur. Wem gehört es, wer profitiert, wer zahlt, wem sollte es gehören? Hier stehen wir noch ein bisschen am Anfang. Wir haben natürlich dadurch, dass viele Einzelbürger PV-Anlagen gebaut haben und viele sich in Bürgerenergiegesellschaften engagieren, wirtschaftlich engagieren, haben wir eine gewisse Spreizung des Kapitals, aber wir haben ja noch sehr, sehr viel vor uns an dem, was wir noch an Windenergieanlagen, PV-Anlagen bauen müssen, um die Energiewende hinzubekommen. Und da stellt sich jetzt die Frage, welche Akteursstruktur brauchen wir, wollen wir eigentlich? Und wir sehen an den Ergebnissen der Ausschreibung, die ja anders waren, als wir es so gedacht hatten, dass wir da nochmal richtig drüber nachdenken müssen. Also nochmal, ich wiederhole mit meinen Worten. Die ersten beiden Windausschreibungen haben dazu geführt, dass Bürgerenergiegesellschaften 93% oder 95% der Zuschläge im Bargeld aus den beiden Werten bekommen haben. Jetzt würde man meinen, ist doch alles bestens, die Bürgerenergiegesellschaften bekommen die Zuschläge, alles läuft den Weg, den wir uns nur wünschen können. Aber so ist es nicht, weil wir, das ist eine Momentaufnahme, die an zwei Stellen hinkt. Das eine ist eben, dass die Gesellschaften, die Bürgerenergiegesellschaften unterstützt wurden, die da den Zuschlag bekommen haben von Projektentwicklungsgesellschaften. Bei der einen sitze ich im Aufsichtsrat, deswegen bin ich nicht ganz so kritisch, wie es vielleicht denken würden, aber man hat da was genutzt sozusagen, was man aber auf Dauer im System nicht haben kann eigentlich. Wir wollen, wenn wir Bürgerenergiegesellschaften fördern, sollen es auch wirklich Bürgerenergiegesellschaften sein. Wir müssen da nochmal drüber nachdenken, was macht denn die Bürgerenergiegesellschaft aus? Dass sie die Projektentwicklung macht oder dass sie hinter der Eigentümer der Windenergieanlage ist, dass sie an der Wertschöpfung partizipiert, dass wir als Bürger über Bürgerenergiegesellschaften partizipieren an der Wertschöpfung der Stromerzeugung. Und wenn aber die Wertschöpfung wesentlich schon in der Projektentwicklung abgeschöpft wird, dann ist das halt ein Problem. Und da müssen wir nochmal schauen, wenn wir die Bürger an der Wertschöpfung profitieren wollen, weil Akzeptanz setzt Partizipation voraus. Wir wollen noch viele Windräder bauen, dafür brauchen wir die Akzeptanz der Bürger, dafür müssen wir sie wirtschaftlich auch beteiligen, da müssen wir finanzielle Strukturen finden, wo das auch funktioniert. Das eine ist, dass wir bei den Ausschreibungen die Bürger zwar vorne, aber dahinter stehen die Entwickler. Und das andere ist, dass wir eine Ungleichheit haben, das ist eine technische Sache, dass die Bürgerenergiegesellschaften 4 Jahre Zeit haben für ihre Realisierung der Projekte und die anderen Gesellschaften nur 2 Jahre. Kurzum, wir haben im Augenblick eine Situation, die so nicht gehalten werden kann, die so nicht tragbar ist, weil wir eigentlich eine Akteursvielfalt brauchen. Und ich komme jetzt noch zu dem Punkt des Paradoxons, zentral, dezentral, jetzt nur für die Windenergie. Bei der Windenergie ist es halt so, ich kann gut Projekte entwickeln, wenn ich die Leute vor Ort kenne, wenn ich dezentral denke, wenn ich Kontakte vor Ort habe, wenn ich da bin, die Grundstücke und den Netzanschluss bekomme. Aber ich kann eigentlich nur billig Windräder kaufen, wenn ich viele Windräder kaufe, weil dann bekomme ich wirklich Rabatte bei den Herstellern. Und wie wir diesen Spagat hinbekommen zwischen einerseits einem kleinen
mit der Manpower vor Ort die Windparks zu planen und im Großen, aber zu, also doch in einer gewissen Nachfrage gemacht zu haben, um billig an Windräder ranzukommen, um einfach auch bei den Ausschreibungen überhaupt zum Zuge zu kommen, denn wenn ich zu teuer kaufe, falle ich durch mit meinem Gebot, dann bin ich weg, auch als Bürger in der Gesellschaft. Das ist eine Aufgabe, die wir auch in der kommenden Legislaturperiode irgendwie besser in den Blick bekommen müssen. Und genau. Die Höhe der Pachten sind auch ein Problem. Pachten sind zu hoch im Augenblick. Auch der Staat nimmt als Waldeigentümer zu hohe Pachten häufig. Da fragt sich, warum der Staat sich an der nächsten Tasche nochmal das Geld vollstopfen muss. Er bekommt ja schon ganz viel Steuern, auch Umsatzsteuer auf den Strom aus den erneuerbaren Energien. Und auch ein Problem, ja, und wir brauchen die Umgestaltung der Finanzierung, das haben wir schon verschiedentlich angesprochen. Bei all diesen Punkten lag Hermann auch hier richtig, dass der Erfolg der Energiewende wesentlich davon abhängt, dass wir die Akzeptanz haben und die Akzeptanz in der Bevölkerung, bei den Nachbarn der Windenergieanlage, auch von Solaranlagen, setzt voraus, dass sie irgendwie teilhaben und nicht nur über einen günstigen Strompreis, das auch, das ist im Augenblick auch noch nicht so richtig da, dass die Strompreise, die billigen von der Börse an den Grundpreisen, wirklich in sich durchsetzen, aber eben auch an einer Beteiligung. Und hier sind wir aufgerufen, die Akteursstruktur im Wind, gerade bei der Windenergie, im nächsten Jahr eigentlich nochmal genau anzuschauen und zu schauen, wie können wir denn das Ausschreibungssystem, von dem wir leider aus europarechtlichen Gründen nicht wegkommen, so ausgestalten, dass wir wirklich, die Akteure, die wir haben wollen, die für den Erfolg der Energiewende stehen, auch mit dem Boot haben. Ja, damit bin ich durch und Hermann könnte sich freuen, 4-0 gewonnen und hätte zwar kämpfen müssen, aber er kann lächelnd von der Bühne treten, weil es eigentlich ganz einfach war. Ich danke Ihnen.